bessere Aufklärungsquote. Bei uns passieren weniger Verbrechen. Jede Frau ist sicherer als an anderer Stelle. Aber ich sage auch, jeder Ausländer lebt in Bayern sicherer als an anderer Stelle. Ich habe gestern bei einem Interview mit der türkischen Zeitschrift Hürriyet gesagt, ein Türke, der in Bayern lebt, ist sicherer, als wenn er in Ankara, in Istanbul oder Antalya leben würde. Und ich kann das nachweisen durch Zahlen. Ich habe eine Diskussion mit dem türkischen Minister Aksu im türkischen Fernsehen geführt. Er hat das eingeräumt und hat gesagt, wir strengen uns an, so sicher zu werden, wie ihr für unsere Landsleute seid. Jeder Bürger hat einen Vorteil daraus, dass Bayern das sicherste Land ist. Weniger Tassendiebstähle, weniger Autodiebstähle, weniger Eingriffsdiebstähle, das ist ein großer Vorteil. Ich sage deswegen ein Dankeschön an die tüchtigen, fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei. Ihr, liebe Kollegen, seid, die diesen Dienst tun, dafür ein Dankeschön. Macht weiter so, liebe Kollegen. Und jetzt darf ich zwischendurch euren Bezirksvorsitzenden herzlich grüßen, lieber Sigi Schneider. Ich habe vorhin schon das hohe Lied auf deine Kulturpolitik, auf unsere Kulturpolitik gesungen. Ich freue mich, dass du als Bezirksvorsitzender, ich freue mich aber auch, dass du als Kultusminister hier anwesend bist, um dafür zu sorgen, dass wir am 28. September ein gutes Ergebnis bekommen. Herzliches Grüß Gott. Meine Damen und Herren,